Die Amtszeit von Markus Söder als Chef der Christsozialen beginnt mit einem Dämpfer. Auf dem Parteitag in München holt der bayerische Ministerpräsident 87,4% der Stimmen. Als Zielmarke galt dem 52-Jährigen 90%. Söder wertet das Ergebnis dennoch als Erfolg und gibt der CSU in seiner Rede gleich die neue Richtung aus. Wir müssen das Mir sam Mir neu interpretieren und neu erfinden. Ich glaube, wir könnten dann zufrieden sein, wenn man über uns Folgendes sagt. Die CSUler sind bodenständig, aber nicht abgehoben. Sie sind weltoffen, aber nicht provinziell. Sie sind optimistisch, nicht ängstlich. Sie sind lässig und nicht spießig. Das, liebe Freunde, könnte der neue Sound der CSU sein. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gratuliert Söder zu einem so wörtlich sehr, sehr ehrlichen Ergebnis. Ihren bisherigen Vorsitzenden Horst Seehofer verabschiedet die CSU mit einer besonderen Ehre. Der Parteitag wählt ihn auf Söders Vorschlag hin mit nur wenigen Gegenstimmen zum Ehrenvorsitzenden. Viel Spaß. Nein, nicht alles.